Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag, lieber Heinz. Es ist mir eine große Ehre, dass ich hier bei deinem Abschiedssymposium teilnehmen kann. Leider nur virtuell. Das ist mir sehr, sehr peinlich, nachdem ich vorher zugesagt hatte. Aber die Grand-Realitäten haben uns in die zweite Runde buxiert, so dass ich dort präsent sein muss in Toronto. Nichtsdestotrotz möchte ich ganz gerne diesen Vortrag halten und es ist mir auch wirklich ein persönliches Anliegen. Der Titel meines Vortrages lautet Das Selbst und das Gehirn, aber ich habe mir gedacht, es ist eigentlich viel zu langweilig, darüber zu sprechen. Es ist viel interessanter zu sprechen über meine Begegnung mit Heinz Böker, unsere Begegnung, die vor 20 Jahren begonnen hat und trotz unserer sehr, sehr unterschiedlichen Ausgangspunkte angedauert hat und auch immer wieder lebendig war und auch weiterhin noch lebendig ist, wie gerade vor 2 Wochen, als wir uns hier in Zürich getroffen haben. Daher habe ich den Titel meines Vortrages etwas modifiziert: 20 Jahre Böker und kein Ende. Wo hat unsere Begegnung das erste Mal begonnen? In Frankfurt am Main 1995 oder 94, ich weiß es nicht mehr genau. Heinz Böker war damals Mitglied, Oberarzt in der Abteilung von Professor Menzos, der sich die Psychodynamik verschrieben hatte, und ich war in der Abteilung von Professor Pflug in der allgemeinen Psychiatrie. Sie sehen, und ich habe damals sehr, sehr auf das Gehirn gesetzt und klar, Heinz Böker, brauche ich Ihnen nicht zu sagen, hat auf die Psyche gesetzt. Nun muss ich damals für die jüngeren Kollegen sagen, damals war die funktionelle Bildgebung noch sehr, sehr neu. Sie war noch im Grunde genommen noch damals gar nicht erfunden. Man kann es sich nicht vorstellen. Das fMRT war damals in den absoluten Kinderschuhen. Einige von Ihnen wissen, der Bolt-Effekt, die Grundlage des fMRIs, wurde 1990 das erste Mal berichtet. Das heißt, wir haben damals verschiedene Studien gemacht und einer der Zugänge zum Gehirn war damals die Phänomenologie. Und das war auch der Zugang von Herrn Böker und mir zueinander. Nämlich, ich habe damals sehr viel katatone Patienten untersucht. Die Jüngeren von Ihnen werden wahrscheinlich gar nicht wissen, was Katatonie eigentlich ist. Katatonie ist, wenn die Patienten sich nicht mehr bewegen, nicht sprechen, Mutismus zeigen, Haltungsverharren zeigen, wie in den sehr komischen Positionen verharren für Minuten, Stunden, Monate und wenn es ganz, ganz hoch kommt, auch für Dekaden. Das sind frühere Epochen der Psychiatrie gewesen, die glücklicherweise so heutzutage nicht mehr vorhanden sind. Ich habe damals dieses Krankheitsbild der Katatonie zum Anlass genommen, um Einblick in die psychiatrischen Erkrankungen zu kriegen und insbesondere die Verbindung zwischen Psyche und Gehirn, zwischen Psyche und Motorik. Und Heinz Böker hat offenbar davon irgendwie Wind bekommen. Ich habe damals einige Ballexperimente gemacht. Die Patienten mussten den Ball fangen und dann auch wieder zurückwerfen, auch im akuten Zustand. Und ich wollte gucken, was die machen. Und ich wollte den Vergleich zu Parkinson-Patienten machen, wo es sehr, sehr bekannt ist, dass die ein Defizit in der internen Initiation in der supplementärmotorischen Area haben. Aber das war damals alles noch nicht bekannt. Und ich habe also die Ballexperimente als Anfangspunkt genommen, um die Vergleich, die Ähnlichkeiten als auch die Unterschiede zwischen der Katatonie und dem Parkinson-Syndrom herauszustellen. Und Heinz Böker hat mir vor 2 Wochen gesagt, als ich in Zürich war, als er das gesehen hat, hat er gesagt, mit dem muss ich Kontakt haben. Deswegen habe ich dieses Foto hier als Anfang genommen und hat gesagt, wenn jemand so verrückt ist, das zu machen, den möchte ich kennenlernen. Gut, das ist hier Originalton, Herr Böker. Ich habe mir das natürlich auch im Kopf von einem erfahrenen Psychiater behalten. Und das war dann auch unser Ausgangspunkt zu einer Zusammenarbeit. Ich war an dem Gehirn interessiert. Heinz Böker war an dem Innenleben dieser Patienten interessiert. Wie kommt es, dass die psychisches Innenerleben so stark ist, dass man sich nicht mehr bewegen will? Wir haben in der Tat herausgefunden, dass diese Patienten extreme affektive Spannungen haben, extreme affektive Erlebnisse, die denen das von nonkatatonen, schizophrenen und bipolaren und depressiven Patienten bei weitem übersteigen. Sie konnten ihre Angst, häufig war es Angst, nicht mehr kontrollieren. Aber es waren auch zum Beispiel positive Emotionen. Ich hatte eine Patientin, die jedes Mal, wenn sie sich frisch verliebt hatte, dann wiederum in die Psychiatrie in einem akut katatonen Zustand kam. Also es scheint ein extremer
affektiver Spannungszustand sein, wo die Emotionen quasi alles blockieren und man nicht sich mehr bewegen kann. Und dieses Innenleben, und die Patienten werden dann im wahrsten Sinne des Wortes bewegungslos und sprachlos. Und dieses Innenleben, gerade diese Sprachlosigkeit, die hat uns beiden sehr, sehr fasziniert. Denn wie kommt es dazu, dass die innere Sprachlosigkeit in eine äußere Bewegungslosigkeit sich umschlägt? Und da muss ich natürlich als jemand, der vom Gehirn kommt, kann ich nur auf das unterliegen, was das subjektive Erleben der Patienten ist. Und das ist genau der Verknüpfungspunkt zwischen Heinz und mir. Wo wir immer wieder versucht haben, das subjektive Erleben muss sich in der Aktivität des Gehirns widerspiegeln und umgekehrt. Und wir haben keinen direkten Zugang zum Gehirn, wie es das Erleben performiert. Auch die funktionelle Bildgebung versorgt nur einen indirekten Zugang. Daher immer mein Bestreben und unser Austausch seitdem immer wieder lebendig erhalten, was erleben die Patienten, wie schlägt das ins Gehirn um und umgekehrt. Hier haben wir zum Beispiel eine, das hat Heinz Bücker damals dann initiiert, das war auch ein Teil seiner Habilitation, die sogenannten Landfield-Kategorien von dem Repertory Grid. Das ist ein subjektiver, semi-quantitativer Test. Heinz kann Ihnen da sehr viel mehr Details geben. Und man kann auch die Konstruktion, und das ist ganz, ganz wichtig, dieser Test setzt einen konstruktiven Ansatz voraus. Das heißt, dass ich, unser Selbst oder im psychodynamischen Sinne dann auch das Über-Ich, ist nicht gegeben. Das wird konstruiert. Und das wird immer wieder neu konstruiert im Verlaufe des Lebens. Das ist keine gegebene Entität. Das wird von frühkindlich an in Auseinandersetzung mit der Umwelt aufgebaut. Und das ist das, was ich später dann in neurobiologischen Terms Self-Related Processing genannt habe. Aber, und das ist diese Konstruktion, das hat er schon damals sehr, sehr frühzeitig gesehen und Sie werden sehen, am Ende meines Vortrages sehen, wie aktuell Herr Böker mit diesem Konzept, Konstrukt der Konstruktion des Ich zu seiner Zeit damals vor 20 Jahren war. Er hat dann, und das ist auch ein anderer Ansatz, der heutzutage noch auch wieder aufkommt in der Psychopathologie, nämlich er hat schon damals erkannt, wir müssen verschiedene Krankheitsgruppen untersuchen in einem quasi dimensionalen Ansatz. Er hat hier verschiedene, die Konstruktion des eigenen Selbst aufgrund von bestimmten Fragen und Diagrammen in dem Repertory Grid und den Landfield-Kategorien herausanalysiert und er hat damals schon sehr, sehr interessante Patientengruppen miteinander verglichen, unipolare Manie, unipolare Depression, schizoaffektive Störung und eben auch katatones Syndrom. Und ich möchte gar nicht auf die Einzelheiten eingehen, aber Sie sehen hier zum Beispiel die weißen Bars sind die gesunden Kontrollgruppen. Das war eine orthopädische Kontrollgruppe, Krankheit, aber keine psychische Erkrankung. Dann hier die Schwarzen, das sind die Katatonen-Patienten und die Grauen, das sind die Bipolaren, Unipolaren, Unidepressiven und Schizophrenen, die wir hier in einen Topf zusammengetan haben. Und Sie sehen zum Beispiel, das sind die verschiedenen Kategorien, diese Landfield-Kategorien, Sie sehen, dass sich die, klar, dass sich die Gesunden, die Kontrollgruppe von den psychiatrischen Patienten massiv unterschieden, dass sich aber auch die Katatonen nochmal wieder unterschieden von den psychiatrischen Patienten, zum Beispiel hier. Das stellt also wirklich heraus, und Sie wissen, die Katatonie, das ist lange Diskussion, ist sie speziell Schizophrenie. Eugen Bleuler in diesem Haus hat sie als eine Untergruppe der Schizophrenie eingeordnet, sehr auch von Kreplin in ähnlicher Weise. Andere Untersucher, lange Kirby im amerikanischen Raum, haben sie den affektiven Psychosen untergerannt. Sie sehen, wahrscheinlich ist das einfach nur eine bestimmte Dimension. Und das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, für die Jüngeren unter Ihnen, das ist hochmodern, das ist nämlich der dimensionale Ansatz auf einer psychologischen Ebene, wie er von Tom Insel und dem ADOC postuliert wird. Und jetzt auch in der Neurobiologie der Psychiatrie, gerade in der angloamerikanischen, in den USA, ist jetzt alles ADOC. Man kriegt keine Grants mehr ohne ADOC. Und das ist die Konstruktion des Selbst. Er hat dann Ähnliches gemacht, auch für das Ideal selbst, bestimmte Mutter-Vater-Beziehungen. Da sehen Sie, das geht von der psychologisch-quantitativen Ebene rein in die psychodynamischen Ebene. Und das kann ich wirklich sagen, Herr Böker
das ist da, wo wir auch konvergiert haben, hat immer versucht, die psychodynamischen Dimensionen runterzubrechen auf operationalisierbare, empirisch quantitative, erfassbare Dimensionen, ohne die klinischen Phänomene aus den Augen zu verlieren. Und das zeichnet einen brillanten Psychiater aus, wie er in der Tat ist. Hier sehen Sie nochmal, Sie sehen auch wieder die Unterschiede zwischen den Katatonen und den psychiatrischen Patienten, zwischen den grauen und den schwarzen Bar Diagrams. Dann ist es auch ganz klar sagen, ein anderer Punkt, Herr Böker, soweit ich das verstanden habe, ich bin kein Fachmann in dem Gebiet, aber er hat immer sehr quer gedacht. Allein schon die Zusammenarbeit mit einem Neurobiologen, einem neurobiologisch orientierten Kollegen wie mir, ist innerhalb der reinen Psychoanalyse nicht selbstverständlich. Dann wissen Sie, dass es auch immer die objektrelationalen Ansätze gab in der Psychoanalyse und die ego-basierten Ansätze. Er hat das quer gedacht. Er sagt, beide Dimensionen sind wirklich, kommen zum Beispiel hier in diese Beziehung heraus. Und das ist ganz, ganz wichtig. Herr Böker und ich haben viel darüber diskutiert. Das Selbst ist keine monolithische Entität. Es ist nicht gegeben. Es ist kein Alles oder Nichts, sondern es ist ein multikomplexer, multidimensionaler Konstruktionsprozess. Und sehen Sie nirgendwo besser in der Psychiatrie, dass dieser Konstruktionsprozess kann ganz primäre Schäden haben, zum Beispiel in den frühen Entwicklungsstörungen, was sich dann später zum Beispiel in der Adoleszenz oder im Erwachsenenalter in Persönlichkeitsstörungen oder auch zum Teil ja auch in Schizophrenie äußert oder dann auch in Persönlichkeitsstörungen. Und das hat er damals schon sehr gemacht. Hier ist dann nochmal ganz klar, das war eine Arbeit, die sehr auf die Depression fokussiert hat, wo wir zusammengearbeitet haben. Und dass das ein Konflikt, jeder psychodynamisch orientierte Kliniker weiß, dass das ein starker Konflikt zwischen Ich und Über-Ich ist in der akuten Depression. Dann ging es weiter, dann trennten sich unsere Wege. Wir waren beide nicht mehr in Frankfurt, sondern er ist in die Schweiz gegangen. Ich bin in den Osten gegangen, nach Magdeburg, später dann in die USA. Die geografische Distanz, die sich dann auftut, hat eher das Gegenteil für unsere Zusammenarbeit bewirkt, denn die wurde noch sehr viel enger. Das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, dieses Bild kennen Sie bestens und unsere Zusammenarbeit setzte sich dann in Zürich fort. Und sie setzte sich noch sehr, sehr viel intensiver fort, denn jetzt wird es wirklich spannend. Das war eine Zeit, denn nun haben wir wirklich versucht, und Heinz Böker war sehr stark darin, das Gehirn in die Psyche und ihre Psychoanalyse einzubringen. Das müssen Sie sich vorstellen. Heute ist es kein Problem, Gehirn und Psychoanalyse zusammenzudenken. Mark Solms ist einer der entscheidenden Vertreter. Aber damals war das noch sehr viel neu. Sehr neu. Und wir haben damals gerade die Depression als einen ganz starken Anfangspunkt genommen, um neuropsychodynamische Mechanismen der Depression zu erklären. Und das hat sich auch wie ein roter Faden durch unsere Arbeit durchgezogen. Und man kann wirklich nicht sagen, wer da federführend war, sondern wir haben beide wirklich aus unseren Perspektiven versucht, miteinander zu kommunizieren. Und das muss ich wirklich sagen, hat mir große Freude gemacht. Hier haben wir frühzeitig einen Artikel in der Psyche publiziert. Damals, das ist eine Zusammenfassung von all unseren Arbeiten zur Depression, im wahrsten Sinne das in der Psyche als die hauptpsychodynamische Zeitschrift im deutschen Sprachraum. Und wir haben dann in der Tat auch direkte, und das haben wir in Zürich begonnen, in Zusammenarbeit mit Herrn Bösiger, sehr, sehr schön, dass wir auch direkt dann auch funktionelle Bildgebung des Gehirns machen können. Damals wurde dann Ende der 90er, Anfang des 2000 kam das FMRT dann wirklich groß heraus und vielseitig gesund. Hier haben wir zum Beispiel ein gewisses Funktionsprinzip versucht herauszuarbeiten, das sogenannte reziproke Modulation. Wenn Sie zum Beispiel starke Aktivierung in den mittleren Regionen des Gehirns haben, wie zum Beispiel bei einer emotionalen Aufgabe, dann haben Sie gleichzeitig weniger Aktivierung in den lateralen präfrontalen Kortex, zum Beispiel bei kognitiven.
Wenn Sie hingegen eine kognitive Aufgabe haben, wie zum Beispiel Arbeitsgedächtnis, dann haben Sie, oder exekutive Funktionen, dann haben Sie den lateralen präfrontalen Kortex sehr aktiv oder das zentrale Executive Network, wie es heutzutage auch genannt wird, und die mittleren Regionen, Cortical Midline Structure, wie wir sie genannt haben, oder das Default Mode, ist dann sehr viel deaktiviert. Wenn Sie dann emotional-kognitive Interaktionen haben, haben Sie eine Verminderung hier der reinen kognitiven Aktivierung und auch eine Verminderung der Deaktivierung. Und genau diese reziproke Modulation scheint bei Depressionen gestört zu sein. Denn die scheinen hier blockiert zu sein, hier, die scheinen offenbar nicht in der Lage zu sein, in diesen Zustand reinzukommen. Psychologisch, jeder Psychologe wird Ihnen das sagen, sind das entsprechenden Aufmerksamkeitsdefizite, exekutive Defizite in der Goal-Oriented Action. Und das geht offenbar, und das werde ich später kommen, auf eine erhöhte Ruhezustandsaktivität zurück, die wir in den verschiedenen Bildgebungsexperimenten, vor allem auch mit Simone Grimm, die damals unsere gemeinsame Doktorandin war, herausgefunden haben. Wir haben uns aber nicht nur mit Depressionen beschäftigt, sondern wir haben uns auch mit Schizophrenie beschäftigt. Und hier vor allem glutamatärges Modell der Dysfunktion ist eines der Hauptbiochemischen Hypothesen. Sie wissen, die Dopaminhypothese war lange sehr, sehr zentral. Es wurde dann durch Carlson ergänzt, dafür hat er den Nobelpreis bekommen, durch die glutamatärge Hypothese. Und inzwischen gibt es auch eine GABA-Hypothese, ist gar keine Frage. Und dann wurde zum Beispiel Ketamin, was die NMDA-Rezeptoren blockiert, hat man als Modell der Schizophrenie, das wurde vor allem auch durch John Crystal at Yale sehr viel durchgeführt. Und ein zentrales Aspekt dieser NMDA-Hypothese ist, dass das posteriore Zingulum hier hinten in den Mittellinienregionen eine NMDA-Hypofunktion hat. Und das haben wir genau damals getestet. Zentral war damals André Richter, der hier auch im Publikum sein wird. Und ich sage Ihnen jetzt einfach mal hier einen Befund, dass wir einen deutlichen Unterschied gefunden haben. Ketamin wirkt antagonisiert die NMDA-Rezeptoren, das sind die zentralen Output-Rezeptoren des glutamatergen Systems, also wo AMPA, die Metabotropen-Rezeptoren, münden in die NMDA-Rezeptoren. Und Sie sehen dann hier, dass also in der Tat Ketamin eine deutliche Veränderung im posterioren Zingulum gemacht haben. Und interessanterweise hatten wir auch eine direkte Korrelation mit den Wahrnehmungsveränderungen durch Ketamin gefunden, also dass Sie Farben stärker wahrnehmen und starke perzeptuelle Wahrnehmungsalterationen haben, wie sie ganz typisch sind für Ketamin, aber eben auch ganz, ganz typisch im Frühstadium der Schizophrenie. Ja, wie kommen wir von daher, von diesen verschiedenen neurobiologischen Funktionen zum Selbst? Wir haben hier eine neuropsychologische Studie gemacht und natürlich ein zentraler Aspekt, der mich als Philosoph immer sehr interessiert hat und auch Herrn Böker, ist diese Selbst- und Identitätsstörung in der Schizophrenie. Ja? Brauche ich Ihnen nicht zu sagen, Herr Schaffetter, berühmt hier in dieser Klinik, der sich das zum Lebensthema gemacht hat. Insofern möchte ich da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Und dann, wie kommt es, dass dann diese schizophrenen Patienten die Identität eines anderen selbst annehmen? Zum Beispiel, und das ist auch wiederum, und das ist sehr, sehr interessant, auch kulturabhängig. Ich brauche Ihnen, die älteren Psychiater unter Ihnen werden, haben wahrscheinlich viele Jesus gesehen hier im europäischen Raum. Als ich vor kurzem in China war, haben mir die Psychiater erzählt, nee, bei uns ist es entweder ein Buddha oder viele Patienten, wenn sie nach Mainland China gehen, sind es Chairman Maos. Das heißt, Sie sehen auch hier, die Identität, die angenommen wird, ist wiederum umwelt- und kulturabhängig. Und das wirft ein zentrales Licht, wie unser Gehirn funktioniert. Das ist wirklich nämlich ein kontextabhängig, kontextsensives, umweltdependentes Organ ist. Und das ist zentral für die Entwicklung einer Neuropsychodynamik. Und ich werde darauf am Ende meines Vortrages auch nochmal zu sprechen kommen. Und hier haben wir uns also vor allem
auf die Ego-Pathologie gestürzt und wie sie mit psychologischen Funktionen zusammenhängt. Das ist sehr, sehr spannend hier. Wir haben erstmal positive, negative Symptome mit der PANS und dann haben wir die Ich-Symptome als hier Ego-Pathology. Positive-Negative-Symptoms, Sie sehen es hier im oberen Diagramm, hängen stark zusammen mit der episodischen Gedächtnis, also dem biografischen Gedächtnis. Und das ist hier als EM abgekürzt und der Working Memory und den exekutiven Funktionen hier als WM. Das sind Korrelations, das ist ein Structural Equation Modeling, was wir hier damals gemacht haben. Und dann haben wir die sogenannte Ego-Pathologie, haben wir ähnlich gemacht. Und Sie sehen, hing einerseits mit der Working Memory, mit dem Arbeitsgedächtnis und den exekutiven Funktionen zusammen, aber nicht direkt mit dem episodischen Gedächtnis. Und das ist erstmal überraschend, während die positiven und negativen Symptome hier direkt mit dem episodischen Gedächtnis zusammenhängen, aber nicht direkt mit der Working Memory. Sie sehen hier also unterschiedliche Beziehungsverhältnisse der positiven negativen Symptome einerseits und der Ego-Pathology andererseits. Und dann haben wir noch damals noch einige von Ihnen werden das kennen, den Temperament Cloninger Inventory Scale mit reingenommen, Temperament Character Inventory, TCI von Cloninger mit reingenommen. Und da gibt es die sogenannte Charakterdimension und die hat 3 Subscales und unter anderem die Self-Directedness und die Selbsttranszendenz. Und natürlich war die Selbsttranszendenz signifikant erhöht bei den Schizophrenen. Und die Self-Directedness, das mehr exekutive Funktionen widerspielt, signifikant erniedrigt. Und das wiederum korrelierte dann mit der Ego-Pathology. Sie sehen hier, und das gibt natürlich dann auch wiederum sehr, sehr viel Ideen für neurobiologische Hypothesenbildung. Hier ist nochmal das generelle Titel. Und das ist natürlich auch wiederum sehr, sehr relevant für das, für die psychodynamische Hypothesenbildung. Herr Böker war immer offen für die Tiefen von den Höhen des Egos zu den Tiefen des Gehirns. Ich war selber überrascht in den letzten Jahren, als ich kam in den letzten Jahren, dass Herr Böker dann das EKT übernommen hat und jetzt auch vor kurzem noch die Tiefenhirnstimulation. Das zeigt wirklich, dass er in keinster Weise dogmatisch war und offen war und das, was vor allem hilft für die Patienten, den starken therapeutischen Bezug. Hier, das war die Zeit, wo wir mit Herrn Bösiger sehr, sehr viel zusammengearbeitet haben und Simone Grimm, die auch hier im Publikum ist, als unser Hauptlink für die Bildgebung funktioniert hat. Und wir haben hier dann auch, sind dann in die biochemische Dimension reingegangen, haben die GABA-Konzentration in einer zentralen Region, nämlich das anteriore Zingulum, Sie sehen es hier, perigenuale anteriore Zingulum, gemessen und haben das in Verknüpfung zu der neuronalen Aktivität gesetzt. Das war wirklich die erste Arbeit, die damals herauskam, zur Kombination vom fMRI und Spektroskopie in spezifisch dieser Region. Wir haben also die neuronale Aktivität, den Grad der Deaktivierung im perigenualen anterior cingulum gemessen, während emotionaler Stimulation und haben das dann in Verknüpfung zu der GABA-Konzentration in genau der gleichen Region gesetzt. Und was wir gefunden haben, war in der Tat, dass also der Grad der neuronalen Aktivierung in dieser Region ganz den Grad der Deaktivierung bei emotionalen Bildern postuliert. Und das ist speziell interessant, diese Region, weil diese Region ist ein zentraler Knotenpunkt auch in dem Default Mode Network. Die Resting State Researcher unter Ihnen werden das bestens wissen. Und zweitens ist es auch eine zentrale Region für unser Selbst, für unser Erleben unseres Selbst. Ich werde darauf am Ende meines Vortrages zurückkommen. Aber klar, Heinz war nicht primär an GABA interessiert, aber er war an GABA interessiert, insoweit es
relevant für das Selbst und die psychodynamische Hypothesenbildung ist. Nun werden Sie natürlich fragen, wie kann denn jemand, der von der Psychodynamik kommt, die sehr stark auf das subjektive Erleben und der Introspektion beruht, auf der ersten und zweiten Personperspektive beruht, zusammenkommen mit einem Neurobiologen wie mich, der ganz krude ist und einfach sagt, ich will nur dritte Personenperspektive. Das stimmt aber auf beiden Seiten nicht. Denn wir können die Mechanismen, die sich in der ersten und zweiten Person im Erleben und in der Introspektion als Endresultate manifestieren, nur begreifen, wenn wir die dritte Personenperspektive erfassen und das Gehirn untersuchen. Gleichzeitig können wir aber die Mechanismen, die wir in der dritten Personenperspektive untersuchen, keinerlei Bedeutung zuordnen, ohne die erste und zweite Personenperspektive. Daher haben wir uns damals zusammengetan und gedacht, wie können wir einen methodischen Ansatz schaffen, der beide Dimensionen verknüpft, ohne sie zu reduzieren aufeinander. Sie wissen, dogmatische Reduzierer gibt es zuhauf. Sagen, nein, wir können die erste Personenperspektive, die ist heilig, wir können die Phänomenologie nicht auf die Biologie reduzieren. Umgekehrt gibt es Biologen, nein, also diese ganze erste Personenperspektive, das subjektive Erleben, das hat nun gar nichts mit dem Gehirn zu tun. Das kenne ich gerade in den letzteren Ansatz, kenne ich bestens aus Nordamerika, wo eine rein objektiv dominierte Psychiatrie vorherrscht und die Patienten auch ihr eigenes subjektive Erleben sofort objektivieren. Das tut mir manchmal als Kliniker fast wie. Daher haben wir gesagt, ja, wie können wir denn diese beiden Dinge verknüpfen? Und da sind wir auf den Begriff der sogenannten First-Person Neuroscience gekommen. Üblicherweise, die Neuroscience ist Third-Person, basiert auf objektiver Observierung. First-Person ist subjektiv, das passt nicht zusammen zum objektiven Gehirn. Aber wir haben uns damals überlegt, vielleicht können wir das verknüpfen. Wir können die subjektiven Erlebensphänomene, die introspektiven Berichte in der zweiten Personenperspektive als Muster nehmen, wie für die neurobiologische Hypothesenbildung, was wir in der dritten Personenperspektive beobachten können. Hier habe ich eine Abbildung aus diesem Paper für den methodischen Zugang. Wir haben hier gesagt, also ich habe jetzt hier mal zur Vereinfachung halber die zweite Personenperspektive unter die erste Person subsumiert. Sie sehen hier die Psychoanalyse wirklich auf erste Person Daten oder zweite Person Daten, subjektives Erleben, Introspektion. Und dann haben wir eine dritte Person Daten, wie wir neuronale Zustände zum Beispiel in der funktionellen Bildgebung berichten. Und das ist die übliche Third Person Neuroscience, das ist die Psychoanalysis. Und wir haben dann hier wirklich, wie können wir die beiden verknüpfen, eine systematische Methode zur First-Person-Neuroscience. Und ich glaube, das ist auch heute noch sehr, sehr aktuell. Und im Grunde genommen haben wir auch dieses Problem heute noch nicht gelöst. Denn wir wollen ja genau die Frage haben, wie kann ein neuronaler Zustand sich in einen subjektiven Erlebenszustand transformieren? Und umgekehrt, wie kann subjektives Erleben dann wiederum die neuronalen Zustände beeinflussen. Ja, möglicherweise haben wir hier eine grundsätzliche Limitation in unserem Zugang zum Gehirn. Und gleichzeitig ist das gegen einen reduktiven Ansatz auf jeglicher Seite. Man kann nicht sagen, dass das subjektive Erleben auf das Gehirn reduziert werden kann. Man kann nicht sagen, dass das Gehirn auf subjektive Erleben reduzieren kann. Oder ein Dualismus besteht. Möglicherweise liegt das nur an unseren begrenzten Kapazitäten. Und wir haben versucht, hier zwischen diesen beiden hin und her zu gehen. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Wir haben hier auch wieder die Katatonie. Sie erinnern sich an die Patienten, sprachen nicht, bewegen sich nicht. Und es ist ganz klar, was aus psychodynamischer Sicht hier vorliegt, das haben Heinz und ich damals sehr, sehr lange diskutiert, ist eine sogenannte sensomotorische Regression. Also das heißt, alle kognitiven Abwehrmechanismen, die reiferen Abwehrmechanismen sind nicht mehr fähig, adäquat zu reagieren. Affektive Abwehrmechanismen sind komplett gesprengt. Es ist ein so starkes, bei den meisten Patienten emotionales, affektives Erleben. Es sprengt das komplette Erleben. Die einzige Möglichkeit vor dem kompletten, ich sag mal,
Auflösung ist wirklich nichts mehr zu sagen, also Mutismus zu zeigen und nicht mehr zu bewegen. Denn mit jeder Bewegung, mit jedem Wort, was Sie sagen, exponieren Sie sich zu neuen Reizen, die dann wiederum Ihr Gehirn überfluten und Sie völlig ins Chaos bringen. Das heißt, die Katatonie ist wirklich die Symptome, die Sie sehen, ist ein extremer Kompensationsmechanismus, um, ich sag mal, den subjektiven Zerfall des eigenen Ego, des Selbst zu vermeiden. Es ist also im Grunde genommen, ist immerhin eine Leistung noch, wenn auch auf einem sehr niedrigen Niveau, wie wahrscheinlich der Analytiker oder Dynamiker sagen würde. Es ist also eine sensomotorische Reaktion als ein ganz basaler Abwehrmechanismus. Wir haben damals in der Tat auch bei Postakut-Katatonen-Patienten fMRI-Studien gemacht mit emotionaler Stimulation, weil eben diese emotionale Dimension so zentral ist bei diesen Patienten, die es einfach nicht mehr kontrollieren können. Was mir die Patienten erzählt haben, was sie erlebt haben während der akuten Phase, ganz extremste emotionale Ereignisse. Sei es infolge eines Todeswahns, sei es infolge von anderen Halluzinationen oder einfach von eigenen Gedanken. Und wir haben damals herausgefunden in den bildgebenden Studien, dass sie in der Tat hier ein Defizit im orbitofrontalen Kortex hatten und im prämotorischen Kortex. Dann haben wir auch funktionelle Konnektivität analysiert und in der Tat die Verbindung zwischen orbitofrontal und prämotorisch-motorischer Kortex war abnorm. Und wir haben dann hier ein Modell hier aufgestellt vom orbitofrontalen Kortex, prämotorischen Kortex, wie diese neuronalen, psychologische Ebene dann in eine psychodynamische Ebene umschlug. Ein anderes Moment im subjektiven Erleben in diesen Patienten war, dass sie extrem sich isoliert gefühlt haben. Völlig alleine isoliert gefühlt haben, überhaupt keinen Kontakt mehr zur Umwelt hatten. Und da können Sie dann natürlich auch entsprechend neuronale Hypothesenbildung machen. Das heißt, hier scheint also ein abnormer emotionaler Zustand, der offenbar in starker Beziehung, enger Beziehung zum orbitofrontalen Kortex steht, in abnorme oder Verminderung der motorischen Bewegung umzuschlagen. Und das löst dann quasi diese motorischen Symptome aus. Und das ist also eine Möglichkeit, wie Sie First Person oder Second Person Data in direkten Verbindung zum Third Person Data setzen werden. Und Sie werden sich wundern, das ist für mich auch heute noch absolut zentral. Heute ist die Idee, ich werde das hier nicht in diesem Vortrag erwähnen, dass wir bestimmliche räumliche, zeitliche Muster der Ruhezustandsaktivität, dass die direkt sich in den räumlich-zeitlichen Mustern unseres Erlebens von affektiven, motorischen, sensorischen und kognitiven und sozialen Inhalten widerspiegeln. Das heißt, eine sogenannte räumlich-zeitliche Psychopathologie oder eine Spatiotemporal Psychopathology. Sie sehen auch hier die direkte Verbindung zwischen neurobiologischen Mechanismen in der Third-Person-Perspektive in Verknüpfung mit den First-Person Experience of Spatiotemporal Symptoms. Das heißt, wir haben hier, wenn Sie hier zurückgehen, versuchen wir wirklich diesen Link zu machen, wie schlägt etwas von hier in etwas rein Neuronales in einen subjektiven Erlebenszustand um. Hypothese ist, dass es wirklich die räumlich-zeitlichen Muster sind, die hier in der Spontanaktivität des Gehirns kontinuierlich konstruiert werden und Sie werden sehen, die sind stark umweltabhängig und die sich dann in den räumlich-zeitlichen Mustern unseren Erlebensstrukturen widerspiegeln. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, zum Beispiel in der Schizophrenie, dass möglicherweise die zeitlichen Strukturen in der Ruhezustand Kopplung zwischen verschiedenen temporalen variablen Frequenzen nicht mehr gegeben ist und Sie dann entsprechend sogenannte Thought Blocks aufweisen. Ja, lassen Sie mich speziell auf die Depressionen kommen. Heinz Böker, muss ich wirklich sagen, wir haben auch immer wieder jetzt in den letzten Jahren, wo wir dann auf viele Patienten zusammen gesehen und ich muss wirklich sagen, Heinz Böker ist ein Meister der Depression. Und wie er auch mit diesen Patienten umgeht, ich muss wirklich sagen,
ist für mich jedes Mal wieder ein Erlebnis und ich lerne jedes Mal wieder dafür. Vielen Dank dafür, Heinz. Hier haben wir eine interessante Studie gemacht bei Simone Grimm. Wir haben hier, wenn rechten und linken dorsolateralen präfrontalen Cortex, also hier Teil des Executive Networks, gemacht, also lateralen Regionen, eine Disbalance zwischen rechts und links, links dorsolateralen präfrontalen Cortex, hat eine Hypofunktion, rechts hat eine Hyperfunktion. Sie werden zum Beispiel wissen, in der transkraniellen Magnetstimulation stimulieren Sie auf der linken Seite mit 10 Hertz, auf der rechten Seite mit einem Hertz. Und das geht unter anderem auf diese Arbeit, die wir damals in Biological Psychiatry publiziert haben, zurück. Dann ging es auch wieder in die Tiefen der Biochemie zusammen mit GABA und einen ganz klaren Zusammenhang, dass hier eine abnorme, ich will jetzt Beziehung zwischen Glutamat und der Ruhezustandsaktivität im Gehirn gefunden werden könnte. Ich nehme an, Simone Grimm wird das noch deutlicher herausstellen in ihrem Vortrag heute Nachmittag. Was aber faszinierend ist, durch diese Kombination und durch die exzellente Zusammenarbeit mit Herrn Bösiger damals, dass wir beide, dass wir hier wirklich aufgrund der Spektroskopie in relativ detaillierte pathophysiologische Modelle reingehen konnten. Das ist eine Abbildung aus dem JAMA Psychiatry or Archives of General Psychiatry at the time, auf verschiedene physiologische Prozesse eingehen können und damit natürlich eine relativ komplexe Modellbildung machen können, die das möglicherweise dann auch direkt in einer Linie mit tierbasierten Animal Models of Depression stellt. Und Sie sehen hier also wirklich die verschiedenen Ebenen. Klar ist die Hauptbefund hier, dass wir keine entsprechende Korrelation mehr mit GABA hatten, obwohl eine Entkopplung von der Inhibition, vom GABA-Ergen-Inhibitionseffekt, während eine abnorme Kopplung mit dem excitatorischen Glutamat, und das erklärt möglicherweise die abnorm erhöhte Ruhezustandsaktivität in diesen Mittellinienregionen. Ich verfolge jetzt auch aufgrund mit einem Genetiker, mit einem Biologen in Toronto aus Frankreich, genau hier diese GABA-Erge-Schiene weiter. Und es gibt starke Hinweise, dass speziell Somatostatin-Neurone hier eine zentrale Rolle spielen. Kommen wir zurück zu dem zu mehr psychologisch-psychodynamischen Dimensionen. Dann haben wir auch weiterhin das Selbst in der Depression untersucht. Simone Grimm hatte sich das zum Thema gemacht. Hier sehen Sie hier auch eine direkte Beziehung zwischen dem negativen Selbstkonzept und der Aktivität im dorsomedialen präfrontalen Kortex. Wir haben hier also gesehen, und dass man also wirklich auch höhere psychologisch und psychodynamisch sehr relevante Dimensionen wie das Selbstkonzept hier aus dem BDI, ist eine Subskala vom BDI, in Verbindung mit neuronaler Aktivität bringen können. Hier dann eine zentrale Arbeit, die sehr populär geworden ist. Wir waren wirklich die Ersten hier, die im fMRI nachweisen konnten, dass also offenbar Hinweise auf eine erhöhte Ruhezustandsaktivität vor allem im Default Mode Network in den Mittellinienregionen des Gehirns besteht. Sehen Sie hier. Und wir haben das dann auch korreliert mit bestimmten Dimensionen, was Sie hier zum Beispiel sehen. Sie sehen hier auf der X-Achse die subjektiven Ratings, negative Picture, und auf der Y-Achse der Grad der Aktivität. Und Sie sehen in Depressionen, die neuronale Aktivität moduliert nicht mehr verschiedene Grade der emotionalen, verschiedene Emotionsgrade. Und das sehen Sie hier, das ist ein Differenzbild zwischen gesunden und depressiven Patienten. Sie sehen hier, es sind wirklich die kortikalen und auch die subkortikalen Mittellinienregionen. Und das ist bis heute noch nicht klar, warum dieses offenbar Subcortical-Cortical-Midline-Structures spielen eine zentrale Rolle in der Depression. Das ist natürlich eine Extension, das, was früher Limbic System genannt wird. Warum die erhöht sind, das ist in Übereinstimmung hier, gerade diese Befunde hier, in Übereinstimmung mit Tiermodellen der Depression, und möglicherweise spielt hier ein Verlust der GABA-Ergen-Inhibition, spezifisch Somatostatin, Interneurons, eine zentrale
Rolle. Kommen wir aber zurück, und das ist zu den letzten Teil meines Vortrages. Was ist nun wirklich das eigentliche Anliegen von Herrn Böker? Aus meiner Sicht. Nämlich, er versucht wirklich, und ich glaube, dieser Artikel spiegelt das sehr, sehr gut wider, versucht Psychotherapie und Gehirn zu verknüpfen. Das wäre also wirklich, um im Englischen zu sagen, eine Brain-Based Psychotherapy, dass mir also wirklich, und ganz wichtig, dass die auch individualisiert wird. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, ein großes Problem in unseren gegenwärtigen therapeutischen Verfahren, die sich glücklicherweise in den letzten Jahren multipliziert haben durch TMS, vagale Stimulation, TDCS ist jetzt eine neue Methode, und. Ein Problem ist der Individualisierung. Jeder Patient hat unterschiedliche Symptome. Ich brauche Ihnen das nicht zu sagen, Sie sind alle erfahrene Kliniker, ganz, ganz wichtig. Und das haben wir bislang noch nicht erreicht. Wenn Sie in der inneren Medizin schauen, dann kommen Sie, sagen wir mal, Sie kommen mit Schweiß, seit 3 Tagen haben Sie verstärkten Schweiß, kommen Sie zum Doktor. Der nimmt Ihnen Blut ab, er fragt Sie erstmal, nimmt Ihnen Blut ab und dann sagt er, okay, hier scheint irgendwas, sag ich mal zum Beispiel, Ihr Glukosewert ist abnorm erhöht. Also möglicherweise wird nach der Familienanamnese gefragt, klar, und dann wird Diabetes. Und dann wird aber Ihre Therapie entsprechend Ihrem Glukosewert adjustiert. Und genau dieses können wir in der, die wird also individualisiert oder personalisiert, wie man auch sagen kann. Und dieses haben wir in der Psychiatrie nicht. Die Hoffnung also, und das ist hier genau auch Leit im Titel, wie können wir unsere Therapie individualisieren? Auf der anderen Seite haben wir in der Bildgebung, machen wir Durchschnittsbefunde, Averages, across many subjects. Das heißt, wir können individuell, und das muss ich ganz klar sagen, bislang kann die Bildgebung nicht aus individualisierter Sicht betrachtet werden. Das ist ein großes Problem, weil die neuronale Aktivität eine extrem hohe Variabilität intrasubjektiv als auch intersubjektiv aufweist. Und wir haben hier daher damals diesen Artikel zusammengeschrieben, wie können wir eine solche Individualisierung erreichen. Ich möchte darauf nicht eingehen, aber ich möchte Ihnen dieses kleine Diagramm zeigen, wo wir in verschiedene Dimensionen zeigen. Wir haben hier den psychodynamischen Prozess prozessual und im Endeffekt wirft er zurück, und das ist ganz wichtig hier, auf das Gehirn und seine neuronale Organisation. Was hier wichtig ist, ist der Begriff der Organisation. Es geht hier nicht um einzelne Regionen, es geht hier nicht um einzelne Frequenzen, wie zum Beispiel Alpha, Beta, Gamma, sondern es geht darum, wie diese verschiedenen Regionen und wie diese verschiedenen Frequenzen miteinander verknüpft sind und eine gewisse räumlich-zeitliche Organisationsstruktur bilden. Und dort sind kontinuierliche Prozesse in der Ruhezustands- oder der spontanen Aktivität des Gehirns. Und das sind möglicherweise dann auch Prozesse, wie sie sich hier im psychodynamischen Milieu finden, insbesondere bei frühen Abwehrmechanismen, die für mich wirklich ein sehr guter Punkt zum Übergang bringt, zum Beispiel Projektion und Introjektion. Wenn Sie in meinem Buch Neuropsychoanalysis in Practice nachlesen, können Sie genau das. Und das ist, muss ich wirklich sagen, das habe ich von Herrn Böker. Da habe ich von Herrn Böker sehr, sehr viel gelernt, auf genau diese frühen Abwehrmechanismen und diese Prozesse zu achten. Dann ist natürlich auch die Frage, wie kann das die neuronale Ebene in die personale umschlagen? Also hier ist die Individualisierung. Und dann auch gleichzeitig, wie können wir das erfassen, methodisch, erste Person, Third Person Perspective. Und wir haben das damals das Übersetzungsproblem oder Translation Problem genannt, oder wie diese Ebene in diese Ebene transformiert werden kann. Und ich muss nochmal dazu sagen, in den letzten Jahren, 3, 4 Jahren, wo wir aufgrund von verschiedenen Umständen nicht mehr so viel gemeinsame Bildgebung gemacht haben, haben wir, Heinz Böker und ich, sehr viel gemeinsame Patienten gesehen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin immer wieder überrascht davon gewesen. Manchmal hat Heinz nicht viel gesagt, aber das, was er gesagt hat,
hat er zum richtigen Zeitpunkt genau die richtigen Inhalte gesagt. Muss ich wirklich sagen, vielen, vielen Dank. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ja, jetzt möchte ich zum Abschluss meines Vortrages doch noch etwas spezifischer werden aus empirischer Sicht. Was ist denn nun das Selbst? Ich glaube, ich habe sehr viel, einen kurzen Überblick gegeben, wie das Selbst von Herrn Böker mit meinem Selbst in den letzten 20 Jahren konvergiert hat. Und wir haben uns beide, zumindest aus meiner Sicht, nicht nur wissenschaftlich, sondern auch persönlich bereichert und sind darüber hinaus sehr gute Freunde geworden. Schätze ich sehr. Und die Frage ist aber, nun werden Sie vielleicht wissen wollen, darüber hinaus, ja, Herr Nordhoff, nun sagen Sie mir doch mal, nun, was ist denn nun das Selbst? Hier, ich möchte Ihnen zwei kürzliche Studien von uns zeigen, die gerade jetzt, die noch in Press sind, die gerade dieses Jahr erschienen sind. Was ist nun das Selbst? Paradoxerweise haben einige Befunde von uns und von anderen darauf hingewiesen, dass Selbst sich sehr, dass die Regionen, die im Selbst, wenn sie zum Beispiel eigene Stimuli sind, zum Beispiel wenn sie dieses selbstrelevante Stimuli sehen, wie zum Beispiel hier das Bild von der Puck in Zürich, dass dann vor allem die kortikalen Mittellinienregionen aktiv werden. Wenn Sie hingegen einen Stimulus sehen, der keinerlei Selbstbezug für Sie hat, wie zum Beispiel minus 40 Snowstorm in Ottawa, dann werden Sie diese Mittellinienregion nicht haben. Wenn ich dagegen das Ottawa-Bild sehe, sind meine Mittellinienregionen sehr, sehr aktiv, weil ich muss da schließlich überleben. Gut. Und interessanterweise sind das auch genau diese Mittellinienregionen, wo sie auch erhöhte starke Ruhezustandsaktivität haben, Teil des sogenannten Default Modes Network. Wir haben dann also von einem sogenannten Rest-Self-Overlap gesprochen. Und nun die Frage, wie sieht dieser Rest-Self-Overlap aus? Wenn das wirklich ein Overlap ist, dann würden Sie annehmen, dass Informationen über das Selbst im Ruhezustand oder in der spontanen Aktivität des Gehirns irgendwie inkodiert sind. Wenn das der Fall ist, dann würden Sie erwarten, dass die Ruhezustandsaktivität den Grad des Selbst oder der Assoziierung von bestimmten Stimuli mit Selbst vorhersagen oder prädizieren müsste. Und genau das, eine sogenannte Self-Expansion, wie ein Kollege in Oxford das genannt hat. Und genau das haben wir hier getestet. Wir haben hier eine kombinierte EEG-MAS-Studie gemacht. Wir haben hier also EEG genommen, wir haben Stimuli, emotionale Bilder präsentiert und die Probanden mussten beurteilen, ob sie diesen Stimulus, diese emotionalen Bilder als High-Self oder Low-Self, persönlich relevant, persönlich nicht relevant, erlebt hatten. Und dann haben wir alle Stimuli danach gruppiert, ob High-Self oder Low-Self. Und dann haben wir geguckt, was passiert hier vor Prä-Stimulus, vor der Exposition des Stimulus. Maybe, vielleicht hat hier diese Phase prädiziert, whether the subject will judge it as High-Self or Low-Self. Und das haben wir dann auch noch kombiniert, war zentrale Region mit Glutamat-Messung in Spektroskopie im perigenualen Cingulum Cortex. Und wir haben hier also vor allem die EISP, Event-Related Spectral Perturbation, untersucht. Lassen Sie mich einige Resultate zeigen. Hier sehen Sie, wir haben dann die Event-Related Potentials untersucht, EAPs, das zeige ich jetzt hier nicht. Die haben auch einen Unterschied zwischen High-Self und Low-Self gezeigt. Was aber wichtig ist, dass wir hier vor allem hier zeigen konnten, das ist die Prä-Stimulus-Phase. Hier wird der Stimulus gezeigt. Das sind alle Stimuli, Prä-Stimulus-Phase von Low-Self und alle von High-Self, die Patienten als High-Self oder Low-Self beurteilt haben. Und Sie sehen, in dem Prä-Stimulus-Period von allen High-Self-Trials haben Sie eine signifikante Erhöhung der Alpha-Power gefunden. Hier sehen Sie genau in dem Bereich zwischen 8 und 12, der Alpha-Power minus 400, minus 600. Sie sehen hier auch den Topo-Plot. Und hier sehen Sie alle Trials, die Low-Self waren, und da sehen Sie signifikant geringere, hier auch in den Topo-Plot, eher ein Decrease von Alpha, Prä-Stimulus. Das heißt,
das, was vor dem Stimulus passiert, hier prädiziert, ob Sie den Stimulus als High-Self oder Low-Self erleben. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Das heißt nämlich, dass Ihre Ruhezustandsaktivität des Gehirns hier einen erheblichen Einfluss hat, wie Sie Dinge subjektiv erleben. Und das ist scheint hier nicht nur ein Rest-Self-Overlap zu sein, sondern möglicherweise auch ein Rest-Self-Prediction, oder wie wir sagen, Rest-Self-Containment, dass also Information vom Selbst in dem Resting-State enkodiert ist. Das führt uns dann zu einem sogenannten Basis zu diesem Modell des Selbst. Sie sehen hier, also wir haben offenbar im Ruhezustand hier, im Ruhezustand, Resting State Activity, ist gleichzeitig auch Self-Related Activity. Wir haben also kontinuierliche Ruhezustand, ist ein sehr dynamischer Zustand, es verändert sich ständig und das scheint also irgendwie selbstbezogene Informationen einkodiert. Und das macht ja auch Sinn. Die Gedanken, die wir denken im Ruhezustand, haben immer auch etwas mit unserem eigenen Selbst zu tun. Und das brauche ich Ihnen als Psychoanalytiker nicht zu sagen. Das ist genau da, wo psychodynamische Psychotherapie anfängt. So, jetzt, wir sind hier in der Klinik, wo ich den Vortrag aufnehme. Jetzt hören Sie etwas. So, das heißt jetzt, dass Herr Böker nach Ottawa kommen muss und die Patienten hier mit EKT behandeln muss. Okay, gut, also Sie sehen hier, Rest-Self-Containment haben wir das dann genannt. Und dass hier also wirklich eine direkte Beziehung zwischen spontaner Aktivität und Selbstspezifität besteht. Wenn Sie dann bestimmte Aufgaben durchführen, also interne Stimuli zum Beispiel vom eigenen Körper oder von der Umwelt bekommen, müssen die natürlich alle mit der spontanen Aktivität und ihrer Selbstspezifität interagieren. Das heißt, ihre Handlungen, ihre Gedanken, ihre Wahrnehmung, ihre Emotionen sind alle irgendwie werden moduliert durch den Grad der Selbstspezifität des Ruhezustandes. Und das ist genau das, was Sie ja auch sehen. Alle unsere Gedanken, Emotionen haben irgendetwas mit uns zu tun. Die haben irgendwie einen gewissen Grad, höher oder niedriger, von Selbstspezifität. Und wenn jetzt hier diese Ruhezustandsaktivität selber verändert ist, wie zum Beispiel in Schizophrenie oder Depression, dann verändert sich auch gleichzeitig die Selbstspezifität und das Erleben des eigenen Selbst. Und das ist genau das, was Sie sehen in der Depression, der erhöhte Selbstfokus, Increased Self-Focus oder die Identity Disturbances in der Schizophrenie. Und das moduliert dann auch die konsekutiv alle anderen affektiven, kognitiven, sensomotorischen Funktionen. Und das ist genau das, was Sie dann in den verschiedenen Symptomen sehen. Jetzt, letzte Frage, wo kommt denn dann das Selbst in das Gehirn? Das ist eine Frage, hier geht es jetzt also, wir haben hier diese Beziehung und wie kommt jetzt das Selbst in das Gehirn? Und da spielt genau der Bezug zur Umwelt eine zentrale Rolle. Ich zeige Ihnen eine Untersuchung, die ist immer noch in Press, in Human Brain Mapping publiziert haben. Wir haben hier, Neil Duncan hat das gemacht, ein Postdoc von mir aus. Neil Duncan hat das gemacht und offenbar ist Herr Heinz Böker immer noch nicht in Ottawa angekommen. Nun wird Zeit, Heinz, ja, Patient wartet. Hier, das hat ein schottischer Postdoc von mir gemacht, Neil Duncan, der jetzt in Taiwan ist. Wunderbare Globalisierung, wie Sie sehen. Wir haben es damals in Ottawa gemacht. Und hier haben wir also ein Negative Childhood Questionnaire, CTQ gemacht, Childhood Trauma Questionnaire. Und das haben wir dann in Healthy Adults, das waren mainly College Students. Und wir haben hier verschiedene Imaging-Modalitäten kombiniert. Lassen Sie mich den Hauptbefund zeigen. Das ist eine recht, hoppla, zu schnell. Wir haben hier also diesen CTQ, Childhood Trauma Questionnaire. Den haben wir verknüpft mit dem Resting State, Ruhezustand vom medialen präfrontalen Cortex, PACC hier, Perigenuales Anterior Cingulum. Und haben auch gleichzeitig Glutamat und Glutamin gemessen und Entropie gemessen im Ruhezustand. Entropie ist der Grad
der räumlichen Disorganisation des Signals über die Zeit hinweg. Und gleichzeitig haben wir bei den Probanden auch eine Aversionstask gemessen, die einen kleinen einen Schock bekommen, taktil appliziert, um eine Aversion auszulösen. Und die Hypothese ist natürlich, wenn jemand starke Traumata hat, dann reagiert er verstärkt auf diesen Schock. Ja, lassen Sie mich kurz die Hauptbefunde ganz kurz zeigen und dann schließe ich meinen Vortrag auch. Sie sehen hier, dass also das Childhood Trauma direkt sowohl mit der Resting State Entropy als auch dem Glutamat zusammenhängt. Hier sehen Sie hier unsere Region, die wir genommen haben, medial präfrontal oder perigenus anus anus cingulum. Hier haben wir den Glutamat Level gemessen. Hier haben wir das Childhood Trauma gemessen. Und Sie sehen, je weniger Glutamat in dieser Region im Ruhezustand, desto höher der Grad des frühen Childhood-Trauma. Sehen hier, also offenbar ist selbst eine so basale biochemische Variable wie das Glutamat in seiner Konzentration erfahrungs- und umweltabhängig. Ja? Das ist für mich ein ganz, ganz starker Hinweis. So basale biochemische Metabolit. Und gleichzeitig haben wir dann auch in derselben Region hier auch den Grad der Entropie im fMRI gemessen. Entropie, also wie weit ist das Signal von Zeiteinheit zu Zeiteinheit unterschiedlich, also quasi Chaos or the disorder in the signal. Und Sie sehen, je höher der Grad der Entropie im Ruhezustand in dieser Region war, desto höher der Grad der Childhood Trauma. Macht ja auch Sinn, Childhood Trauma macht Chaos. Und das ist genau das, was die Patienten ja auch erleben. So, nun, wie beeinflusst das unsere aktuellen Dimensionen? Hier in diesem Bild können Sie also sagen, wie frühkindliche Ereignisse 20 Jahre später den Ruhezustand des Gehirns modulieren. Der also ganz klar zeigt, dass der Ruhezustand und seine räumlich-zeitliche Organisation offenbar erfahrungs- und umweltabhängig ist. Das verstehen wir, wir haben die Befunde, aber warum, wieso, weshalb, haben wir bislang keine Ahnung. Aber das ist aus meiner Sicht zentral, wie also ganz so eine enorme lange Zeitdimension doch enkodiert wird. Und das sind hier nicht irgendwelche Gedächtniseffekte, das sind nicht irgendwelche Konditionierungseffekte, sondern das sind ganz basale, wie ich sagen würde, Enkodierungseffekte, die komplett automatisch bei Default, unbewusst etc. abläuft. Das wird da einfach automatisch registriert. So scheint unser Ruhezustand des Gehirns funktionieren. Das ist also ganz, ganz wichtig. Das sind nicht Konditionierungen, sind nicht kognitive Prozesse, sondern das sind ganz basale, fundamentale Prozesse der Ruhezustandaktivität des Gehirns, die hier ablaufen, wo offenbar statistische Frequenzverteilungen, Statistical Frequency Distributions aus der Umwelt quasi enkodiert werden in die räumlich-zeitliche Struktur des Ruhezustands. Und das wiederum scheint dann auch die Funktion des Ruhezustands in der Gegenwart beeinflussen. Hier haben wir nämlich das aversive Paradigma mit dem taktilen kleinen Schmerzreiz appliziert. Und Sie sehen, das sind die typischen Regionen hier vom Salience Network, Insula, Dorsal Anterior Cingulate Cortex, Premotor Cortex. Und wir haben gesehen hier ganz klar, das heißt, je stärker die Patienten darauf reagieren, auf diesen Aversionsreiz, desto geringer der frühkindliche Traumata. Während, wenn sie ein starkes Traumata hatten, haben sie einfach weniger auf diesen Reiz reagiert. Sie sehen also, die frühkindlichen Erlebnisse scheinen irgendwie auf bisher unklare Art und Weise enkodiert zu werden in der Ruhezustandsaktivität des Gehirns. Und 20 Jahre später beeinflusst das immer noch, wie die Patienten auf aversive Reize reagieren. Und das ist genau das, was ja wir auch bei vielen psychiatrischen Patienten erleben. Und das ist genau, denke ich, auch die Schnittstelle zwischen Neurowissenschaften und Psychoanalyse. Und das ist auch eine weitere Schnittstelle zwischen Herrn Böker und mir. Und jetzt komme ich zum Ende. Wir haben hier auch mit Herrn Hartwig zusammen, der ja auch hier im Publikum ist und von dem ich sehr, sehr viel über die Parakonstruktion der Schizophrenie gelernt habe, dieses Buch herausgegeben, der neuropsychodynamischen Psychiatrie. Und ich denke, das ist wirklich ein sehr, sehr origineller Ansatz. Heinz, muss ich wirklich sagen, war die treibende Kraft hier.
von der Umwelt-Gehirn-Beziehung über das Selbst zur wirklich neuropsychodynamischen Therapie. Und ich glaube, wir sind hier wirklich erst in den Anfängen, weil wir haben schlicht hinweg das Gehirn noch nicht richtig verstanden. Daher, Heinz Bürker ist Vergangenheit in der PUC, aber die Zukunft in der Psychiatrie. Herzlichen Dank.